So, jetzt zurück zur eigentlichen praktischen Umsetzung. Wir werden erstmal im Groben unsere drei Klassen wiederfinden. Hier habe ich die GUI. Dann kommt hier der Action Listener und unsere Print-Klasse für die Datenhaltung. Im Groben finden wir also schon mal unsere gedankliche Struktur wieder. In der GUI selber hat sich nicht so viel getan im Vergleich zum letzten Tutorial. Was ich gemacht habe, ist zum einen die Text-Errors hier nach oben rausgezogen, aber das nur nebensächlich. Was eigentlich erstmal passiert ist, wir erzeugen hier jetzt einen Action-Listener, den wir uns jetzt noch einmal genauer angucken. Also wir müssen anscheinend irgendeine Klasse Action haben. Ja, da ist sie. Der Action Listener macht jetzt Folgendes. Das ist eine Klasse, die ich jetzt hier Action genannt habe. Die implementiert das Interface Action Listener. Das bedeutet, dass sie, weil sie hier ein Interface implementiert, eine oder mehrere bestimmte Methoden zur Verfügung stellen muss. In diesem Fall ist es diese eine Methode, die die Klasse jetzt haben muss, Action Performed. Was heißt das? Da das Betriebssystem eventorientiert ist, werden wir mit einem Klick auf unseren Button, der war ja, wir erinnern uns, senden, war ja der Button, werden wir ein sogenanntes Action Command absenden. In diesem Fall den String send, send. Das bedeutet, dass wir klicken drauf und dann wird dieser Befehl an den vorher gesetzten Action Listener, Listener übergeben. So, also wir klicken drauf. Jetzt stellen wir uns einen String Send vor, der jetzt von dem Button zu unserem Action Listener fliegt. Kommt dann hier an. Und jetzt wird überprüft, ob das Action Command zufällig Send ist. Ist es ja, weil wir momentan nur einen Button haben. Deswegen if i.getActionCommand.equals send, dann wollen wir irgendetwas machen. Das ist jetzt gerade egal. Wir klicken drauf, send fliegt zum Action Listener, der sieht, ey, da kommt was, guckt sich an, was kommt denn da, was steht denn da. Und da er jetzt erkennt, dass da ja send gekommen ist, weil wir auf send geklickt haben, wird er jetzt Folgendes machen. Er wird auf History zugreifen. Das ist unsere Datenhaltungsklasse, die ich hier erstellt habe. Da erzeuge ich einfach ein Objekt von der Klasse Print, die wir uns gleich nochmal genauer ansehen. Und werde einfach erstmal abspeichern. Das hatte ich ja in dem Diagramm auch gerade. Wir wollten dann von unserem Action Listener eben das, was wir gerade geschrieben haben, erst einfach abspeichern. Das war der rote Pfeil nach unten in dem zweiten Diagramm. Jetzt gehen wir noch einmal runter und gucken uns schnell einmal Print an, damit wir uns einen Überblick schaffen konnten. Print, was macht Print? Print hat ein Attribut. Das ist der String-Anzeigetext und kann. Also hat zwei Methoden. Zum einen kann unsere Datenhaltungsklasse Print speichern und laden. Laden äußert sich so, dass wir einfach unseren gespeicherten String zurückgeben. Wenn wir speichern, bekommen wir irgendwas Neues, irgendeine neue Eingabe, übergeben und hängen die einfach an. Also wir haben im Hintergrund sozusagen Speicher, Anzeige, Text und dann verketten wir die neue Eingabe in mit Anzeige Text, ja, und einem Zeilenumbruch, um eben das ein bisschen schöner anzeigen zu lassen nachher. Das sehen wir uns jetzt noch nicht so genau an. Noch einmal, nachdem wir jetzt ungefähr wissen, was da insgesamt passiert. Wir haben unsere GUI. Da kennen wir ja schon aus dem letzten Tutorial, dass wir irgendwie Container erzeugen oder was auch immer und dann irgendwelche Buttons setzen. Jetzt erzeugen wir zusätzlich noch einen Action Listener, den wir brauchen, um unsere Events abzufangen und zu überprüfen, welches Event denn gerade vorliegt.
Diesen Action-Listener müssen wir dann, beziehungsweise unseren Button oder was auch immer wir dann benutzen wollen, den müssen wir dann den zugehörigen Action-Listener übergeben. In diesem Fall ist es eben der Action-Listener, er heißt Listener. Also geben wir eben senden.actionListener Listener an. Und dann setzen wir noch für den jeweiligen Button das jeweilige Action-Command, in diesem Fall halt Send. Dann hatten wir einen Action-Listener, der im Konstruktor die Datenhaltungsklasse erzeugt, aber das ist jetzt an dieser Stelle ein spezielles Beispiel, das muss nicht unbedingt immer so sein. Und der überprüft eben dann für die Events, die bei ihm ankommen, was das für Events sind und führt dann eben verschiedene Sachen aus. In diesem Fall das Abspeichern von GUI.getEingabe. Okay, jetzt gehen wir nochmal hoch. Was macht GUI.getEingabe? Nichts anderes als die Eingabe zu holen. Also das, was in dem Input-Feld steht, davon führen wir eben getText aus. Das gibt dann eben als String zurück, was in dem Eingabefeld steht. Also macht GUI.getEingabe nichts anderes als das, was gerade eingegeben worden ist, abzuholen aus der GUI. Und das wird dann eben an Speichere übergeben, also an History. Und History Speichere, wir erinnern uns, speichert einfach nur das ab, was es bekommt. Okay, und jetzt, was haben wir bis jetzt? Wir haben das Klicken. Wir übergeben dann was an den Action-Listener, der verarbeitet es weiter. Der schickt es an die Speicherklasse. Es wird abgespeichert. Aber was uns fehlt, ist noch irgendwie eine Reaktion auf der GUI. Und den haben wir hier. GUI.setText, Anzeigetext. Also setText macht nichts anderes als, wir sehen es hier, das Textfeld, das obere, da eben einen neuen Text reinzuschreiben. String Input, also String In und dann Text, setText in. Okay. Das heißt, wir führen dann die GUI aus und setzen auf der GUI einen neuen Text. Da ja der neue Text der alte ist, verkettet mit dem, was gerade eingegeben worden ist, haben wir also schon mal quasi einen Chatlog von uns selber im Moment. Falls ihr im ersten Teil aufgepasst habt, ist genau das der Aufruf, den ich eigentlich nicht machen dürfte, wenn ich eine saubere Drei-Schichten-Architektur haben wollte, weil ich nämlich hier aus meiner Print-Klasse eine Methode aufrufe, die ich auf der GUI ausführe. Und da die Print nun mal in unserer Architektur eine Datenhaltungsklasse war, dürfte ich nicht auf das Interface zugreifen. Aber weil uns das mehrere Zeilen erspart, habe ich es halt hier gemacht. Okay, um zu zeigen, dass es auch nochmal soweit erstmal für uns selbst funktioniert. Hier ist unser Chatprogramm. Und wenn ich jetzt hier was reinschreibe, so, klicke auf Send, dann steht es hier oben drin. Und wenn ich jetzt was Neues schreibe, dann steht das eine Zeile tiefer. Also zumindest unsere Kommunikation innerhalb des Programms funktioniert. Was natürlich jetzt noch fehlt, für ein Chatprogramm mit sich selbst zu chatten, das ist irgendwie nicht so toll. Wir wollen jetzt als nächstes ein bisschen Netzwerkfunktionalität reinbringen, sprich mit einem anderen Programm chatten, was woanders auf einem anderen PC läuft. Das ist jetzt gar nicht so viel schwerer, als man sich vielleicht vorstellt. Wir werden nur an ein paar Stellen wenige Zeilen einfügen müssen und ein bisschen was modifizieren. Aber dank unserer vorher gut durchdachten Architektur mit unseren drei Schichten hält sich das Ganze im Rahmen. So, das gucken wir uns dann das nächste Mal an. Bis dahin, ciao.